Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. In der heutigen Folge werden wir den Fatman benutzen. Wir werden unter anderem gucken, ob wir die Granate bauen können. Weil es wäre schön, wenn wir die wenigstens erledigen. Granaten? Ja, nee, können wir nicht. Abrissex. Jetzt muss ich auch noch ein Level dafür. Bifesta! Fix das! Meine Fresse! So, gut. Wir müssen ein Level verschwenden, um die Challenge zu machen. Das finde ich schon mal sehr knorke. Sehr, sehr knorke. Ja. Gut, was ist kaputt? Du bist kaputt. Was ist noch kaputt? Und ich könnte dich ja nicht reparieren, ne? Hm? So viel dazu. Gut. Wir gucken uns mal ganz kurz die Events an, oder die Challenges an. Können wir noch irgendwas machen von der alten Challenge, die Kaulquappe? Wir haben hier noch der Weg der Erleuchtung, ja, Mottenmannflügel. Schieße eine Kamera, ja, mit einem Red Skorpion. Kochen. Kochmütze. Genau, Frosch, werden wir sowieso finden. Atomsequenz, Antibiotika, Heilsalbe. Schwimmen, lege die Schwimmprüfung für Pfadfinderpioniere am Spruce-Knopfsee ab. Wo ist der Spruce-Knopfsee? Alles klar, Spruce-Knopf ist das hier. Kanäle. Ja, da muss da auch der See sein irgendwo. Gehen wir da hin. Dann können wir da beim Camp von dem Typen gleich vorbeischauen, ne? Wir müssen ja noch das ein oder andere kaufen. Gerade auch was Essen angeht. Vielleicht finden wir sogar noch eine Kochmütze. Was ist los? Ich kann nicht mal reden. Kopfnütze. Ich gebe dir auch gleich eine Kopfnütze. Ins Gesicht. Mal gucken, ob wir alles finden, was wir brauchen. So, gehen wir erstmal dahin. Zu diesem Camp. Gucken, was der so verkauft. Jo, wo bist du? Ich sehe hier Licht. Aber wo ist dein Camp? Oh, super. Genau so eine Intelligenzbestie wie ich. Ach, guck mal, da ist noch ein Turm. Da können wir gleich mal hingehen. Oh, wandern, wir haben irgendeinen Turm entdeckt. Was bist du denn? Hören, sehen, echt, sehen. Oh, ein Stim und ein Redway. Südlicher Ausguck, okay. Die Performance von diesem Spiel war auch schon mal besser. Wir haben jetzt bestimmt so 40 FPS, schätzungsweise. Lass mich da hoch. Okay, südlicher Ausguck. Besuche. Südliches Gebirge? Nee. Nördlicher Ausguck, östlicher Gebirge. Wir haben es gefunden. Mehr muss ich nicht wissen. Oh, guck mal. Ein paar Ressourcen. Was zum? Jetzt muss ich auch noch springen. Hier haben wir eine Karte. Irgendwas zum Knacken. Na komm, knacken wir das mal. Wieso habe ich so viel Schlossknacken-Perks drin? Ist die nicht raus? Schlossknacken ist auf jeden Fall etwas, was wir jetzt nicht mehr wirklich dringend benötigen. Gerade auch was. Ja, wir müssen eigentlich nichts mehr knacken. Wir haben eigentlich alles. Aber ich möchte gerne mal gucken. Rein theoretisch kann das hier raus. Dann haben wir bei Perception noch ein paar Punkte frei. Gucken wir mal nach. Aber erstmal Gebiet ausspähen. Und dann springe ich hier runter und hoffe, dass ich überlebe. Wie wär's? Ist das ein Plan? Gott, ich werde doch sterben, wenn ich da runterspringe. Nein, ich tue es nicht. 5 neue Orte. Junge. Ja, das. Kein Wunder, dass ich nicht wusste, wo er ist. Ich war da noch nie.
Na komm, gehen wir runter. Besser als zu sterben. Ich glaube, die Wartezeit und das Zurückholen der Sachen, wenn man tot ist, dauert ein bisschen länger. Ah, ich kann da nicht mehr runterschleichen. Okay, Zeit, dein Camp zu besuchen. Warum auch immer du das so gebaut hast. Ach cool, das ist schon mal nett. Dankeschön. So. CDC. Okay. Ein abgesperrter Schlafplatz. Ah, top. Was hast du denn so? Kleine Wackelpuppe. Kleine Waffenwackelpuppe. Ultrazit hast du ohne Ende. Mods, Munition. Ah. Ein Granatwerfer. Ein Tesla-Gewehr des Mutantentöters. Schaden gegen Supermutanten. Ja. Unterhebelgewehr, Schaden gegen Supermutanten. Ist jetzt nichts Geiles. Feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Nahkampfschaden wird um 40% erhöht. Fatman. Schadensresistenz beim Nachladen. Feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Ist natürlich gut. Kritische Schüsse im Watz. Ah. Ein Sternchen, was gut ist. Erhöht Schaden für jeden weiteren Treffer am selben Ziel. Erhöht Schaden für jeden weiteren Treffer. Ja, das ist ganz cool. Weil der Rest ist eher so. Meh. So, hier haben wir doch Baupläne. Haben wir hier irgendwas nicht? Milchautomat, Kryomine. Ich glaube, die brauche ich, ne? Impuls. Kryogranate brauche ich, aber keine Mine. Sorry. Oh, Rezept Stimpack, den nehme ich. Rest ist aber irgendwie kacke. Klavier. Oh mein Gott. Auch noch Geld dafür ausgeben. Ich muss mehr Sachen verkaufen. Dringend, ich habe gar kein Geld mehr. Ich werde nach der Folge mal unseren Automaten wieder ein bisschen auffüllen. Vielleicht kauft jemand ja was. Ich glaube, es funktioniert nicht, wenn sie mir nicht gehören, oder? Müssten die hier nicht sein? Na ja, gut, dann halt nicht. Okay, ab zum Spruce-Knopfsee. Das ist ja Dach. Lull. So, der befindet sich da hinten. Schade. Ich hab gehofft, wir halten mehr aus. Was ist denn hier? Achso, das ist kein Flugzeug, das ist Stein. Das ist so ein Ding, was hier kaputt gegangen ist. Und hier soll eine Prüfung sein, ja? Meyerlux. Habe ich Kerne vergessen? Ja, das habe ich. Bin so vergesslich, Leute. Das ist das Alter. Ich war damals schon vergesslich. So, wenn es eine Prüfung gibt, dann höchstwahrscheinlich da hinten. Hallo, was haben wir denn da? Au. WTF. Taggarty's Tagebuch, 21. Oktober 2077. Bin in Appalachia angekommen. Es ist wunderschön und sicher. Die Sanders betrachten die ganze Sache als ausgedehnte Exkursion. Ich habe Wilson gebeten, ihnen etwas Vernunft einzubläuen. Eine positive Leistungsbewertung könnte bei einer bevorstehenden Offensive ein interessantes
Aufgabengebiet bedeuten. Diese Kriegssimulationen werden strikt überwacht. Ich glaube, da kommt etwas Großes auf uns zu. Aber ich kann mit den Jungs mitfühlen. Es ist verdammt schön, wieder in Amerika zu sein. Und nach der Simulation machen wir 2 Wochen Urlaub. Die Silva ist hier in der Gegend aufgewachsen. Sie hat gesagt, sie zeigt uns dann die hiesige Kneipe, aber erst kommt die Mission. Es sind Leute aus, wie hieß das da nochmal, war das in Kanada? Ich hatte es gerade im Kopf, die Gegend, ja, ich weiß es nicht mehr. Aber es gab, wir waren ja in Fallout 3, glaube ich, gab es ein DLC, da warst du auch in einer Simulation und hast quasi den Krieg mitgemacht. Vielleicht meint er das. Versuch es mit Band AH-13. Lieutenant, ich hab was. Ich kann nichts verstehen. Tut mir leid, arbeite dran. Maxon an Appalachia. Ich wiederhole, hier spricht Captain Roger Maxon. Geben Sie mir das. Ich suche dringend... Hier spricht Lieutenant Taggarty. Captain, bist du das? Lizzie. Verdammt, es tut gut, eine vertraute Stimme zu hören. Captain, ich habe gehört, du seist ein Verräter. Verräter? Wenn es einen zum Verräter macht, unzumutbare Befehle zu missachten, dann bin ich wohl einer. Lizzie, es freut mich, dass es dir gut geht, aber ich suche jemanden in Appalachia. Jemand, auf den man sich verlassen kann. Ich bin dort. Der Thunder hat da eine Kriegssimulation gegen ein paar Marines durchgeführt. Und ihr seid noch in einem Stück? Meine Güte, Lizzie, das sind großartige Neuigkeiten. Roger, du bist ein Verräter. Ich könnte schon vorm Kriegsgericht landen, nur weil ich mit dir rede. Sieh dich um, Lizzie. Die Armee ist gefallen. Amerika ist gefallen. Ich weiß, du hast viele Fragen, aber wir müssen uns unterhalten. Ich habe in Mariposa einiges herausgefunden. Ich habe einen Wissenschaftler dabei, Dr. Takano. Wir werden einen sicheren Kanal einrichten. Dann beantworte ich dir all deine Fragen. Captain. Lizzie, du kennst mich. Wir müssen reden. Wir sind auf diesem Band erreichbar. Taggarty, Ende. Zeit, ein bisschen mehr herauszufinden. Kriegssimulationsbefehle. Es war also nicht die Simulation, die wir kennen. Ranger der US Army Kriegssimulationen. Einsatzszenario China 03C. Also doch. Übersicht. Ihre Einheit, nachfolgend als verbündete Einheit bezeichnet, wird angewiesen als US-Spezialeinheit hinter den feindlichen Reihen in einer nicht näher definierten chinesischen Provinz zu operieren. Ihr Primärziel besteht darin, einen gepanzerten Personentransporter zu sabotieren. Ihr Sekundärziel ist die Informationsbeschaffung vor Ort. Obwohl ein diskretes Vorgehen ratsam und die bevorzugte Lösung ist, hat die verbündete Einheit beim Erreichen ihrer Ziele völlige Handlungsfreiheit. Marineeinheiten werden die Rolle feindlicher chinesischer Streitkräfte übernehmen. Also eine reale Simulation, das heißt ohne VR-Brille. Für die gesamte Dauer dieser Operation hat die verbündete Einheit in Eigenregie zu handeln. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Begleitmaterial. United States Army. Hatten wir hier noch was? Taggartys Tagebuch, 4. November 1977. Die Funkmeldungen zeichnen ein Bild aus Wahnsinn und Tod und vor allem Chaos. Niemand übernimmt die Kontrolle. Moreno hat aus Charleston ein paar Übertragungen der Regierung abgefangen, aber von Militärseite herrscht Funkstille. Eigentlich sollten wir die Befehlskette wieder aufbauen, aber nach allem, was Maxon sagte, hat unsere Regierung wirklich Kriegsgefangene als Testpersonen benutzt und ihnen experimentelle Serien injiziert. Als wären sie menschliche Versuchskaninchen? Ich kann das nicht glauben. Ich halte mich hier nicht mehr an Vorschriften, aber meine oberste Priorität ist das Überleben. Das bedeutet Vorräte sammeln, einen Unterschlupf finden und den Winter überstehen. De Silva sagt, es gäbe nordöstlich von hier ein Überlebenstrainingslager. Vielleicht können wir uns diesen Leuten ja irgendwie arrangieren. Beim nächsten Sturm brechen wir auf. Wenn wir es richtig anstellen, sieht uns niemand. Und dann haben wir noch das hier.
Kriegssimulation. Wir sind am Rand der Missionszone. Richtig, Webber? Wir sind am Spruce Knob. 2 Kilometer. Wir sind 2 Kilometer von der Grenze entfernt. Wir halten uns außen, bewegen uns schnell und zackig. So könnten wir die Marines überrumpeln. Lieutenant, vielleicht sollten Sie sich das anhören. Was ist denn, Moreno? Der Funk. Da ist irgendwas los. Moment. Oh nein. Atomschlag in New York bestätigt. Verdammte Scheiße. Oh Gott. Das ist das Ende. Das Ende. Halten Sie alle! Der gesamte Kanal ist gesperrt. Keine Ahnung, wie sie das hinkriegen. Wow, die Führung hat echt keine Mühen gescheut. Gehört das hier zur Kriegssimulation, Lieutenant? Im Falle eines Atomschlags haben wir sofort Befehle von einem Vorgesetzten einzuholen. Im Rahmen der Kriegssimulation sind wir allerdings völlig auf uns allein gestellt. Kein Kontakt zu den Befehlshabern. Gibt es Dauerbefehle, auf die wir zurückfallen können, Lieutenant? Nicht, dass ich wüsste. Heilige! Haben Sie... Da drüben ist noch einer. Gott verdammt! Das ist keine Kriegssimulation, oder? Schalten Sie das aus! Tja, anscheinend wurden sie von den Atombomben überrascht während der Kriegssimulation. Und bin ich überladen? Ist geil. Spontanes Rädertreffen. Hey, hey, hey. Nimm die Waffe runter. Wir wollen reden. Gut. Du vertrittst die Halsabschneider? Kann sein. Wer will das wissen? Ich heiße Repo. Ich vertrete die Knallharten. Frank. Was soll das alles? Es geht ums Überleben. Unsere Banden werden eine nach der anderen ausgelöscht. Genau, von anderen Banden. So läuft das nun mal. Zur Hölle damit. Wir krepieren da draußen. Ganz Appalachia ist darauf aus, uns zu töten. Und das hat nichts mit Gebietskämpfen zu tun oder mit Beute. Meinst du die Gourmets? Diese Idioten haben sich gegenseitig zu Tode gefressen. Nicht nur die Gourmets, auch die Blackwater-Banditen, die Fallensteller. Verdammt nochmal alle von uns. Ja, ja, wir leben in einer rauen Welt, ist schon klar. Komm zum Punkt. Wir sollten uns zusammenschließen, uns gegenseitig den Rücken decken. Ansonsten könnte es sein, dass wir alle verschwinden. Was kommt dabei für uns rum? Ihr bleibt am Leben? Hörst du mir zu oder bist du zu dumm? Sag das nie wieder. Genau das meine ich. Die Waffe auf mich zu richten, bringt rein gar nichts. Doch, es bringt dich zum Schweigen. Was zum Teufel? Er hat Repo getötet. Er schießt ihn! Er schießt ihn! Okay. Wenn Raider sich treffen, erschießen sie sich. So. Was haben wir denn hier? Alles klar. Was haben wir hier? Salty Sams Preisgestaltung. Bootsverleih. Aha. Ich habe leider keine Dollar. Ruppiger Umgangston kostenlos. So, Zeit für die Schwimmprüfung. Für eine Schwimmprüfung brauchst du einen Schwimmanzug. Komm wieder, wenn du einen hast. Wo soll ich einen Schwimmanzug herbekommen? Ich habe in meinem Leben noch keinen gesehen. Hä? Hast du einen? Nee. Wo soll ich jetzt einen Schwimmanzug herbekommen? Ihr seid mir ein paar Genies. Und wieso kann ich das ja nicht lesen? Das ist wahrscheinlich auch wie so eine Preisgestaltung oder so, ne? Okay, vielleicht finden wir hier im Camp irgendwas. Vielleicht habe ich was übersehen. Wollt ihr mir sagen, dass hier keiner schwimmen geht am See? Reda Power Torso.
Der wäre mir zu schwer. Uranrausch. Öffentliches Event. Ach, so wird das jetzt angekündigt, ja. Ach da, mit dem Ausrufezeichen. Alles klar, die kommen aber sehr selten, ne? Ich habe jetzt 2 Folgen aufgenommen. Das ist jede Stunde. Jede Stunde kommen die? Ist das nicht ein bisschen wenig? Ja, wo komme ich in den Schwimmanzug her? Hä? Die Mülleimer? Ja, geil. Gut, dann würde ich sagen, wir laufen immer um den See. Gucken, ob wir irgendwie noch Gebäude finden oder Zelte oder irgendwas, wo sich Leute befinden oder befanden, die Schwimmanzüge haben. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich jemals einen Schwimmanzug gesehen habe, oder? Ich glaube, doch. Warte. Warte. Wenn ich da jetzt hingehe und die Quest aktiviere, zeigt er mir, wo ich einen Badeanzug herbekomme? Aber das scheint gerade optional. Besorge dir einen Badeanzug. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Für eine Schwimmprüfung brauchst du einen Schwimmanzug. Komm wieder, wenn du einen hast. Ja, cool, ich glaube, das habe ich noch nie gesehen, wie eine rausgekommen ist, oder? Muss ja von hier irgendwo gekommen sein. Tschüss. Jetzt habe ich mein Ziel verloren. Verdammt, ich war abgelenkt. Jetzt komm näher, damit ich mehr Schaden machen kann. Geht doch. So, besorge einen Schwimmanzug. Er muss ja hier irgendwo sein. Ach, hä? Der war da vorher nicht, oder? Badeanzug. Okay, Kleidung. Badeanzug. Okay, los geht's. Willst du nochmal? Tja, immerhin bist du keine Heulsuse, das muss ich dir lassen. Bonuspunkt für dich. Pass gut auf. Schwimm zu jeder Boje und sei innerhalb der Zeit wieder hier. Die Reihenfolge spielt keine Rolle, aber es müssen alle sein. Und denk an deinen Badeanzug. Wie gesagt, ertrinken gilt nicht. Auf die Plätze, fertig, schwimmen. Okay. Jede Boje besuchen? Hab sie. Hier kann ich einfach rüberlaufen. Hab sie. Einfach ignorieren, was da so abgeht. Wir müssen ja nicht mehr schwimmen, ne? Das ist ja das Absurde daran. Jetzt wird's ein bisschen dramatischer. Ich habe keinen Kern dabei, deswegen laufe ich einfach mal weg. Oh Gott, ich habe da hinten einen übersehen. Wobei war ich da schon? Super, danke, dass ihr mich aufgehalten habt. Okay, wir springen einfach ein bisschen. Dann sind wir nicht so lange im Wasser. Aha. So, wo ist jetzt zurück? Ach, hier. Ah. Gut, du hast es geschafft. Ja, juhu. Trockne dich ab, bevor du schlafen gehst. Und jetzt verzieh dich. Ich bin schon weg. Ich will bestimmt nicht mit denen da anlegen. Okay. Safe. Puh, Badeanzug kann wieder aus. Ich hätte gerne mein rituelles Gewand wieder. So. Das dazu, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. In der nächsten Folge werden wir am besten mal versuchen, den Legendären zu finden. Haut rein, euer Zero. Tschüss.